Wie soll sie aussehen, die Zukunft der Landwirtschaft hier bei uns im Weserbergland? Darüber haben jetzt gestern Landwirte mit Landwirtschaftsminister Christian Meyer im Rahmen der Umwelttage Weserbergland diskutiert. Und für uns dabei war Antje Müller bei der Diskussion. Hallo Frau Müller. Hallo. Ist das überhaupt ein Thema, das außer dem direkt Betroffenen jemanden in der Diskussionsrunde gelockt hat? Ja, die Aula der Elisabeth-Selbert-Schule war brechend voll und es waren viele aktive Landwirte aus dem gesamten Weserbergland, also wirklich Landkreis Holzminden, Landkreis Hameln-Pyrmont aus dem Schaumburgischen, einige Biolandwirte und ja, einige Verbraucher waren auch da. Zuerst mal gab es eben auf dem Podium Statements vom Landwirtschaftsminister Christian Meyer, vom Kreislandwirt Karl Friedrich Meyer, von einigen Jungwirtlandwirten aus konventionellen Betrieben und von einem aus einem Biobetrieb und auch von Tillmann Uhlenhaut, Landwirtschaftsreferent beim BUND in Niedersachsen. Die haben eben so in der ersten Diskussionsrunde Statements abgegeben, diskutiert und im zweiten Teil des Abends gab es eben Fragen und Statements aus dem Publikum. Was waren da denn die wichtigsten Diskussionsthemen? Ja, das war eine ganz spannende Diskussion. Es gab naturgemäß viele Vorwürfe an den Landwirtschaftsminister. Viele hatten so den Eindruck, also es waren eben viel der betroffenen Landwirte, die wirklich auf ganz normalen Betrieben hier im Weserbergland arbeiten. Und da kam oft der Vorwurf, wir Landwirte werden so pauschal an den Pranger gestellt. Ein weiteres Problem war, dass die Politik Dinge beschließt, insbesondere die Landespolitik ist ja in einigen Sachen sehr vorgeprescht mit Ringelschwanzprämie und mit einigen Umweltschutzsachen und teilweise eben auch so Sachen wie, es werden Förderprogramme beschlossen und hinterher werden sie nicht umgesetzt. In der Diskussion ist da deutlich geworden, dass ein Teil natürlich Sachen sind, die in der Landespolitik liegen und oft ist es aber eben auch so, dass das Land Vorgaben von EU und Bund umsetzen muss. Da hat Christian Meyer dann mehrfach drauf verwiesen, dass er einfach bei manche Sachen umsetzen muss, obwohl das nicht so seine politische Ausrichtung ist. Also da dieser große Konflikt zwischen den verschiedenen Beteiligten in der Landwirtschaft. In der Fragerunde mit dem Publikum war es schon so, dass viele individuelle Probleme aufgetaucht sind, die sich aus Tierschutzregelungen, aus Umweltschutzregelungen, aus dem Baurecht ergeben. Und viele Bauern hatten da das Gefühl, ich kann überhaupt nicht planen. Gerade in der Tierhaltung braucht man einen längeren Vorlauf. Die Marktpreise, insbesondere die Weltmarktpreise, sind schwer kalkulierbar und es war eine große Unsicherheit zu spüren. Und es ist eben so ein genereller Konflikt in dieser Diskussion, produzieren wir für den Weltmarkt oder produzieren wir für die Region? Frage auch immer wieder, ist Bio eine Alternative? Das wurde von vielen konventionellen Landwirten sehr skeptisch gesehen. Es gab einzelne Statements von Biobauern, die darauf hingewiesen haben, dass es für sie ein guter Markt ist. Da gab es einfach keine Einigung. Was auch war, ist die Rolle vom Lebensmittelhandel, der natürlich Preise diktiert und vom Verbraucher, wo immer die Frage war, ist der Verbraucher bereit, entsprechend höhere Preise zu bezahlen? Das wurde einfach kontrovers auch diskutiert. Und kann man ein Fazit ziehen von dem Abend? Ja, Landwirtschaft ist ein ganz komplizierter Markt. Da gibt es ganz viele verschiedene Interessen, ganz viele verschiedene Faktoren. Von daher ist das Fazit schwierig. Es gibt auch immer wieder Vorbehalte der einen Gruppen gegen die anderen, der Aktiven gegen die Politik. Unterschiedliche Parteien werden da. Natürlich auch die Tatsache, dass ein grüner Umweltminister da ist, ist schon was, wo mein Eindruck war, ja, das spielt eine Rolle und das ist schwierig. Das Gute war, alle Beteiligten waren sich einig, man muss im Gespräch bleiben und gucken, wie man das wirklich gemeinsam regelt. Dankeschön, Antje Müller. Sie war gestern mit dabei bei der Podiumsdiskussion im Rahmen der Umwelttage Weserbergland. Die Zukunft der Landwirtschaft bei uns im Weserbergland mit dabei war unter anderem auch Landwirtschaftsminister Christian Meyer.